So, meine Herren und Damen der Sonne, Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Watch Dogs 2. So. What the? Holy shit, Alter. Oh mein Gott. Ah, kriegen wir schon hin. So. Verdammt, das ist einer von uns. Hier ist eine Leiche. Bleib ruhig und schieß. So. Ich bin drin. Stinkt nach Bier und Schweißfüßen. Such nur schnell den Dechiffrierschlüssel. Los! Bin schon dabei, Sitara. Finger weg von meinem Shit. Oh, hey, Lemmy. Ich bin in deinem Haus. Zerlege deinen Shit. Danke an du und du war mein Zellfeld für die Sons of Russia Walker, aber
Ich lasse doch keine unerwünschten Personen an meine Festplatte. Ist das Lenny? Sie hat ihr alles vermint. Was? Was sehen wir da? Zwei, nein, drei. Sieht aus wie... Shit! Vielleicht vier. Offenbar nicht verbunden. Die Reihenfolge ist dann wohl egal. Wie viele Knoten? Such einen anderen Weg raus. Leute, Leute! Ich muss mich konzentrieren. Einmal. Jetzt. Du bist so brutzummel dumm, Lenny. Seht euch das an. Ich glaube, ich habe die Bomben entschärft. Es ist noch nicht vorbei. Doch, ist es. Es ist vorbei, Lenny. Space. Endlich sind wir diesen Primate-Gestank los. Seid ihr fertig? Yep. Wrench hat mit Bombenentferner rumgesprüht und dann swoosh, überzeug dich selbst.
Obwohl, stopp. Rein muss ich doch nochmal. Ich habe nämlich was vergessen. Nämlich. Hey, ein neuer Follower meldet was Seltsames. Hat schon mal jemand was von ein paar freakigen Rattenmasken gehört, die vor dem MoMA rumhängen? Ein paar selbsternannte Kunstanarchisten nennen sich die Ordinate Academy. Rodentia Academy ist ein Anagramm. Gut erkannt. Was ist Ihre Plattform? Totale Transparenz. Keine Privatsphäre für niemanden. Wozu dann die Masken? Diese Rattenmasken. Wie sehen die aus? Stylish. Low poly. Fuck. Das ist Default. Default? Der Musiker? Default. Der Ex-DedSec-Hacker. Default. Das Psychopathen-Arschloch, das mich in seinem Spukschauhaus vergasen wollte. Okay, dann sehe ich mir diese Typen definitiv mal an. Und so lerne ich noch einen der neuen Follower kennen. Okay. Aber ich suche was anderes. Was hast du, Bro? Ja, Mann. Ich habe einen Typ mit sowas wie einem gepanzerten Hochsicherheitskoffer gesehen. Der Kerl sah aus wie von der Mafia. Aha, sehr informativ. Aber ich suche... Wenn ich schon hier bin. Ja, haben sie schön gemacht. Das muss man jetzt mal offen gestehen. Ich suche den 3D-Drucker. Wo ist denn der? Na, hier geht's wieder raus. Hä? Bin ich blind? Und das schlägt dann einfach nur dumm. Ne? Ach da. Ich brauch mal was mit Schalli. Möchte man mit Schalldämpfer rumballern. Macht, glaube ich, mehr Sinn, wenn man verdeckt arbeiten will. Ja, hinten in die Hosentasche. Gute Idee. Dann gehen wir. In Richtung Sausalito. Zum Feiern. Den Sieg gegen Lenny. So. Weil ich denke, es ist oft mehr förderlich, mit Schalldämpfer zu arbeiten als ohne. Jetzt. Mein Auto, da ist mein Auto. Da läuft nur das Radio. We'll be right back.
So. Auto geparkt. Dann gehen wir mal zu unseren... zu unserem Bros. Hey Marcus, probier mal Roxanne auf Tangwar. Das ist elbisch. Hey, Sitara. Bring das mal auf den Schirm, Josh. Ist von Miranda. Ihr werdet verfolgt. Ein Freund von mir schickt euch das unter großem Risiko. Passt auf euch auf, ihr seid im Visier. Visier? Was? Das sind wir. Fuck, genau jetzt. Seht euch das an. Jemand beobachtet uns direkt von draußen. Hey! Verdammte Scheiße. Okay, dann machen wir den Scheißer platt! Hey, ganz cool, Mann. Schleicht euch raus. Ich gehe vorne raus und sehe nach, ob ich eine Spur finde. Ja. Ja, Mermann, wer mag das wohl sein? Wo ist meine coole Karre? So. Das ist dein Van. Ja, das sind sie. Hol dir, was du kannst. Oh Mann, wer sind diese Leute? Die haben tonnenweise Zeug über uns. Noch mehr Fotos und wie es aussieht, eine Karte von Joshs Laufwegen. Und anderes. Was zum Teufel? Oh shit, oh shit. Was? Das FBI. Du hast das FBI gehackt. Hör zu, ich bin in ihrem Funkkanal. Jemand will auf unsere Datenquelle zugreifen. Sofort alle Agents hierher. Verdächtigen einkreisen. Er ist entkommen. Verdammt! Ausschwärmen! Sucht ihn! Was ist denn los? So ein scheiß Anti-Hacker-Demon hat mitgekriegt, was wir machen. Warte mal kurz. Oh Mann. Fertig. Wurde auch Zeit.
unglaubliche Mengen an Zeug, Mann. Davon müssen wir was ausstrahlen. Ich bin gerade ziemlich beschäftigt, Wrench. Absolut. Kartoffel. Mach ich doch. Suche Deckung. Zeigen Sie sich, da bin ich nachsichtig. Ich bin in Deckung. Ich brauche Deckung. Erst vom Sprengstoff gelegt. Noch jemand? So. Weg hier aus dem Gebiet. Einfach nur weg hier. Nö, alles cool. French, was macht... Wir legen uns mit dem FBI an, Mann! Wir müssen unsere Kommunikation einschränken. Okay, aber... Minimale Kommunikation, M. Nur persönlich reden. Triff mich an dem Ort. Du weißt wo. French? French? Verdammt. Dann mal auf ins Café. Marcus, wir versuchen Horatio zu erreichen. Er antwortet nicht. Sein Handy bewegt sich auch nicht. Kannst du mal nach ihm schauen? Ich markiere das Handy auf der Karte. Klar. Own Style. Was ist passiert? Smartphone-Besitzer in der Bay Area waren diese Woche beunruhigt, als ihre Geräte zahllose Zombie-Nachrichten erhielten. Der Spam, von Internetsicherheitsexperten Zombie2 getauft, erschien in Form von Text- und Sprachnachrichten mit so verstörenden Worten wie Hirn.
Es gibt keinerlei Hinweise auf den Urheber dieser aggressiven Malware. Und sie scheint ebenso schnell wieder zu verschwinden. Sicherheitsexperten melden, dass der Zombie-2-Virus zwar noch vereinzelt auftritt, er aber offenbar von einem anderen Virus, dem Zombie-Killer, von den infizierten Geräten gelöscht wird. Trotzdem ist es vielleicht ratsam, Fenster und Türen zu verrammeln und das Smartphone auf den neuesten Stand zu bringen, um die digitalen Untoten in Schach zu halten. Naja, es war tatsächlich. Oh mein Gott, ich hab noch nie beim Radio angerufen. Aber mein Sohn hat Geburtstag, er ist Sportler. Könnt ihr für uns... Hey, was ist in San Francisco relaxed. Mal einfach mal chillen. Wow. Wow, 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 wow. Holy shit. Meine Karre hat bis jetzt gut durchgehalten, das soll sie auch noch gerne länger. Ja. Glück gehabt. Jetzt muss ich wahrscheinlich wieder runter von der Akkusbahn. Danke für den kaputten Spoiler. Jawohl. Mobil, fahr weiter. Das Auto explodiert nämlich gleich. Jawohl. In Sicherheit. Drench. Und ich habe den Klon von Starbucks entdeckt. Alles in Ordnung? Tot? Ja, definitiv. Dann schauen wir uns noch ganz kurz Ranch an und dann machen wir der Folge für heute ein Ende. Dir gefällt's hier, hä? Das Essen ist durchschnittlich. Konntest du schon landen? Ich weiß nicht. Findet sie meine Maske jetzt heiß oder gruselig?
Das FBI-Hauptbüro ist im Dellums Building. Wir brauchen die restlichen Daten. Weil... Na, weil... Hier läuft irgendeine linke Tour ab, Mann. Was Großes. Mehrere Hacker, die ich kenne, haben gemerkt, dass ihnen Vans folgen und so ein Scheiß. Tja, wäre nicht das erste Mal, dass das FBI Hacker rekrutieren will nach dem Motto, mach mit oder stirb. Warum jetzt? Das Timing ist verdächtig, wo wir so beliebt sind. Wie sehr vertraust du Ray? Vielleicht hat er einen Deal. Nein, Mann, niemals. Da kannst du dich drauf verlassen. Okay. Vielleicht hilft uns Miranda? Ja, vielleicht. Sie nutzt immer so eine Autoservice-Geschichte. Ich hacke den Feed und spiele für sie den Fahrer. Kann ich euch was bringen? Ich gehe gerade, aber kann ich dich was fragen? Mhm. Findest du, seine Maske ist heiß oder gruselig? Beides. Bleibst du noch auf eine Tasse Kaffee? Schönen Tag noch. Oh, Markus, der alte Krüppler. Dann möchte ich jetzt die Folge hier schon mal für euch beenden. Und in der nächsten Folge machen wir dann FBI. Und da sehen wir uns dann definitiv wieder. Und warum wir bespitzelt werden vom FBI, erfahrt ihr auch in der nächsten Folge. Also bleibt am Ball. Bis bald. Euer Sack.